Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Morning Call für Mittwoch, den 21. Dezember. Mein Name ist Ronald Gehrt, ich bin Analyst bei börsedaily.de. Die Themen neben dem DAX, der Dow Jones und die VW-Aktie. Beide gut unterwegs, aber gut genug? Das ist eine Frage, die sich auch beim DAX stellt. Der hat zwar gestern wieder zugelegt, aber wieder nur, wie in den zwei Tagen zuvor ebenso, in kleinen Schritten. Er hat auch zwar die obere Begrenzung des Februar-Aufwärtstrendkanals und die ebenfalls in diesem Bereich verlaufende Hürde in Form des Ende November 2015 ausgebildeten Zwischenhochs bei 11.431 Punkten überwunden, aber nicht signifikant mit einem Anstieg von 233 Punkten darüber. Das langt nicht, um überzeugend zu sein. Jedenfalls nicht in dieser Konstellation. Nicht nach einer Rallye von über 1.000 Punkten in 2,5 Wochen. Nicht bei einem RSI, der immer noch so massiv überkauft ist, dass er ja eigentlich selten quasi auf diesem Level, wie jetzt hier, falsches Datum, hier bei 77,5 gesehen wurde. Und auch nicht bei Umsätzen, die unter denen liegen, die wir vor dem Verfalltermin in der vergangenen Woche hier gesehen haben. Es sieht so aus, als sei die bullische Seite mehr ängstlich als entschlossen, nämlich ängstlich bemüht, den DAX bloß nicht aus dem Tritt kommen zu lassen, bloß kein Minus nennenswerter Größenordnung zuzulassen und dementsprechend immer wieder ein bisschen zuzukaufen, damit ja der Schwung nicht rausgeht, weil wenn der Schwung verloren geht, dann sind auch sehr überzeugte bullische Akteure durchaus mal bereit, nach unten zu sehen. Und nach unten sehen bedeutet, da ist erstmal nichts. Das ist quasi eine Leiter ohne Sprossen, diese Rallye. Die nächstliegende Unterstützungsmarke liegt bei 10.958 Punkten in Form der 20-Tage-Linie. Und dann kommt der Bereich 10.8. So betrachtet, kein Wunder, dass man da versucht, irgendwie, irgendwann, durch irgendwelche Argumentationen weiter nach oben zu kommen. Der fallende Euro ist ein Argument, aber wenn man nachdenkt, denkt man sich, Moment mal, wenn der Euro fällt, und das ist toll, wieso ignorieren dann die US-Akteure den steigenden Dollar, der nicht toll ist für sie? Einer irrt und man möchte nicht derjenige sein, der auf der falschen Seite erwischt wird, also wird brav weiter gekauft, aber irgendwann ist halt dann doch mal Sense. Dementsprechend, selbst wenn auch jetzt langsam das Window-Dressing der großen Adressen der Fonds zum Jahresende einsetzen könnte und dazu beitragen kann, den Index doch deutlicher über 10,431 in Richtung nächster Hürde bei 11,431 in Richtung nächster Hürde im Bereich 11.600 Punkte zu tragen, 11.800 um genau zu sein, es wäre einfach keine Basis, um hier einem solchen Anstieg hinterherzulaufen. Denn eines wissen wir, auch aus extremen Bewegungen. Die 20-Tage-Linie wird immer wieder angelaufen. Die kommt natürlich sukzessive wieder nach oben, aber sie kommt dem Kurs nicht hinterher. Das heißt, einen Rücksetzer wird es immer geben. Ob er jetzt in den nächsten 24 Stunden kommt oder erst in einer Woche oder erst im Januar und dann umso brutaler, sei dahingestellt. Aber auf jeden Fall ist die Wahrscheinlichkeit, auf einem deutlich tieferen Niveau prüfen zu können, ob man nun auf der Long-Seite einsteigt oder aber, und das fürchten ja die bullischen Akteure, die hier immer weiter kaufen, der DAX dann durchgereicht wird, das ist eben dann zu prüfen und nicht im Augenblick, sodass wir hier weiterhin neutral bleiben. Was VW angeht, naja, da kann man schon long sein. Wir hatten bei unserer letzten Analyse auch gesagt, wenn wir da über diese Zone um 27,90 zu 130,50 laufen, mit Schlusskursen über 131 Euro, dann kann man sich hier schon eine Long-Positionierung überlegen. Dass die Aktie so dynamisch seit Anfang des Monats nach oben läuft, ist allerdings etwas, ja, wo man sich schon ein bisschen wundern darf. Immerhin werden hier permanent irgendwelche Milliarden an irgendwen ausgelobt. Zuletzt 2,1 Milliarden Kanada-Dollar an die VW-Kundschaft in Kanada. Und in Amerika kommt ja auch immer mal wieder einer vorbei und sagt, hier müsste aber noch eine Kleinigkeit nachgelegt werden. Es mag drei Dinge geben, die die Aktie im Moment treibt. Zum einen, dass trotz dieser hohen Kosten eben eine Baustelle nach der anderen, was den Abgasskandal angeht, langsam geschlossen wird. Zum anderen, dass trotz alledem die Absatzzahlen bei VW erstaunlich stark bleiben und immer weiter wachsen. Das heißt, im Verkaufsbereich ist man immer noch gut auf der Wachstumsschiene unterwegs.
und drittens die Charttechnik selbst. Der Break über diese Widerstände führt jetzt zu einer weiteren Widerstandsmarke bei 139,40. Die sieht nicht besonders bemerkenswert aus im Tageschart. Das ist sie aber, wenn man sich das im Wochenchart ansieht. Hier sehen wir, dass diese Hürde nicht nur das Jahreshoch 2016 darstellt, sondern auch eine Wendemarke Ende 2015 und in diesem Bereich, so um die 138 Euro ungefähr, liegt auch ein Zwischentief vom Frühjahr 2013. Und wenn diese Hürde überschritten wird, dieses Zwischenhoch, dann würde damit ein ansteigendes Dreieck vollendet bzw. nach oben verlassen und damit eine mittelfristige Trendwende durchaus greifbar. Wir hätten dann zwar schon wieder Widerstände im Bereich 157 und 154 Euro, aber sei es drum, man hätte dann erst einmal eine Wende, mit der man arbeiten könnte. Auch wenn es zu Korrekturen kommen wird und muss, auch hier. Denn immerhin, erstens, auf Rosen gebettet werden die Automobilhersteller im Jahr 2017 zweifellos nicht sein. Zweitens, der fallende Euro mag zwar schön und gut sein für die Exporteure in Europa, aber er betrifft ja vor allem den US-Dollar. Und ob da die Exporte besonders rosig werden, wenn Trump Präsident ist, weiß man noch nicht. Und gerade VW hat davon eher wenig. In den USA ist der Ruf auf jeden Fall böse angeschlagen und der US-Markt war für VW seit Jahren schon ein Verlustbringer. Und wir haben auch noch einen RSI, der auch bei VW deutlich in die überkaufte Zone gelaufen ist. Eine Einbahnstraße wird diese Rallye also nicht werden. Dementsprechend sollte man hier nicht mit allzu weiten Stopkursen agieren. Wir würden den auf 125 Euro im Moment ansetzen für bestehende Positionen. Und sollte dieses Dreieck und damit dieser Peak hier mit Schlusskursen über 141 Euro hinreichend deutlich überwunden werden, dann wäre das zwar grundsätzlich eine Basis für Zukäufe, aber die sollte man dann mit gezielt kleinem Kapitaleinsatz umsetzen. Ein abschließender Blick zum Dow Jones und seiner 20.000, die er immer noch nicht erreicht hat. Da kann man sich schon die Haare raufen. Wie ist es denn möglich, dass der Index 12 Punkte unter dieser magischen Marke plötzlich stagniert und auch noch darunter schließt? Zwar mit einem Plus von fast 100 Punkten, aber eben, ja, drunter. Hätte doch ja wohl reichen können. Und ja, das hätte es in der Tat. Nur genau das ist möglicherweise eben auch das Problem, das die Akteure haben. Denn man fürchtet sich schon ein bisschen davor, eben diese Marke zu erreichen, weil sie ist ein Kursziel. Ziele zu erreichen kann oft dazu führen, dass man das Geld vom Tisch nimmt und verkauft, Gewinne mitnimmt. Aber Gewinnmitnahmen nach einer solchen Rallye, ja, wer hält denn da die Hand auf? Vor allem, weil die nächsten Chartmarken zwar näher dran liegen als beim DAX, aber immer noch ein gutes Stück weg. So bei knapp 19,5 die 20-Tage-Linie, die wird die 19,5er-Marke jetzt erreichen heute und die obere Begrenzung des Aufwärtstrendkanals vom Sommer, die liegt im Bereich um die 19,85. Da wird Ende der Woche eine Kreuzunterstützung draus und die kann die Kurse natürlich magisch anziehen. Und die Befürchtung ist, und nicht ganz zu Unrecht, dass der Index dann da einfach durchrasselt, statt wieder nach oben zu drehen. Bei der überkauften Markttechnik, der RSI ist immer noch in der überkauften Zone und notiert auf einem solchen Niveau so lange schon, wie es das in der Historie noch nicht gegeben hat. Die Rahmenbedingungen? Naja, wie eben schon erwähnt, ein immer weiter steigender US-Dollar ist jetzt nicht gerade der Boden, auf dem, wenn man mal nachdenkt, ob diese Rallye gerechtfertigt ist, unbedingt große Hosseträume wachsen. Und wenn überhaupt, dann hatten die meisten Marktteilnehmer das Erreichen oder Überschreiten der 20.000er-Marke für 2017 auf dem Zettel und nicht für jetzt. Das kann schon mal auf dumme Gedanken bringen, sprich auf den Gedanken, hier auszusteigen und auch nur Gewinne mitzunehmen. Das könnte reichen, um den Index zu drücken, wenn nicht genug Akteure auf der Käuferseite warten und ob das so ist, weiß man eben nie. So betrachtet kann es durchaus sein, dass die großen Adressen hier ganz bewusst langsam machen, gegebenenfalls den Index bremsen. Möglich ist, dass man versuchen wird, diesen Break über die 20.000 zu modellieren. Denn freiwillig abdrehen will man natürlich nicht. Was kann man tun? Nun, man kann genau das tun, was man am 7. Dezember gemacht hat, nämlich eine Rallye lostreten. Da hatten wir ja auch schon eine Phase, wo die Dynamik eines Aufwärtsimpulses nach und nach geringer wurde und man fürchten musste, dass da irgendwann mal ein kräftiger Rücksetzer kommt.
Ohne Nachrichten waren am 7. Dezember plötzlich die Kurse um 300 Punkte gestiegen, verließen damit diesen Aufwärtstrendkanal nach oben und sorgten dafür, dass es noch 4 Tage am Stück weiter nach oben ging. Und genauso hätte man es hier gerne auch, denn würde es gelingen, die 20.000 nicht nur um 30, 40 Punkte zu überwinden, sondern eben gleich mal um 200 oder 300, dann kann es durchaus sein, dass man diese Marke dann nicht mehr als Ziel, sondern schon als Unterstützung einstuft und dann eben diese Verkäufe, die man vorher im Hinterkopf hatte, bleiben lässt. Genau das kann jederzeit passieren. Das Problem dabei? Es kann auch voll daneben gehen. Sprich, trotzdem solche Verkäufe einsetzen, weil erstmal muss er da ja durch. Und ob die potenziellen Verkäufer erstmal abwarten, ob der Dow Jones dann auch weiterläuft oder nicht, das wird sich erweisen. Und all diejenigen, die gerne mit der Brechstange dann klare Verhältnisse schaffen würden, werden es sich dreimal überlegen, mit der Brechstange weiter zu kaufen, wenn sie spüren, dass der Verkaufsdruck aufkommt. So betrachtet ist das eine ganz schön offene Konstellation und keine, in der man jetzt auf der Longseite aktiv werden sollte. Logisch. Denn auch hier gilt, bei derartig überkaufter Markttechnik ist ein Test der 20-Tage-Linie absolut sicher. Man weiß zwar nicht, auf welchem Niveau, aber dann hätte man etwas, was man greifen kann für eine neue Position. Denn hier ist jetzt der Long-Einstieg genauso irrwitzig wie ein einfach mal auf Verdacht Short gehen. Denn wo in aller Welt sollte man seinen Stop-Kurs hinsetzen, wenn man keinerlei Orientierungsmarke hat? Aus dieser Warte heraus braucht es einen Test einer Unterstützungsmarke und dann auch eines Verlaufsrekords zuvor, den man als Stopmarke, als grobe Orientierung zumindest nutzen kann. Solange das nicht gegeben ist, muss man einfach die Kurse mal laufen lassen und gucken, wo man wieder reinkommt. Ist sicher nicht angenehm, aber die vernünftigere Variante. Soweit für heute und zumindest für den Morgen, denn wir schauen uns ja heute Mittag dann wieder an, wie es zur Halbzeit aussieht in Europa in der kommenden Ausgabe des ING Markets Chartflash. Und den gesamten heutigen Mittwoch, die Wochenmitte, die nehmen wir morgen früh unter die Lupe in der nächsten Ausgabe des ING Markets Morning Call und der Morning Mail. Bis dahin, schönen Mittwoch und machen Sie es gut.